Willkommen bei Rade Nummer 11. Wir sind immer noch nebenher mit dem Zuckerrübenauftrag beschäftigt. Ist jetzt auch so gut wie abgeschlossen. Zwei Hänge ungefähr müssten wir noch wegfahren. Dann müsste das Feld fertig sein. Sind gerade auf dem Weg zum Rübekalle. Schauen wir mal, was der dann gleich sagt. Ich habe quasi offscreen bzw. ohne Aufnahme weitergespielt, dass mir den Auftrag relativ schnell fertig bringt und ihr nicht eine Viertelstunde habt, wie im Zug rüber oder fahr. Jetzt fliegen wir mit dem Tatra nochmal schön zum Knollekarli. Mit der netten Einfahrt. Da wird vorne ein bisschen leicht, aber hält sich in Grenzen. Ich habe einen Mitspieler gefunden, der jetzt gerade nicht da ist leider. Aber vielleicht in der nächsten Folge oder übernächsten. Schauen wir mal. Er war gestern auf jeden Fall schon mit mir auf der Karte drauf. Ist auch bei den Stallgeschichten, wo wir im Livestream machen, dabei. So, und das ist jetzt zwar nicht so, wie man es machen sollte, aber meiner Meinung nach der beste Weg. Oh, der Auftrag schon abgeschlossen. Dort abgeschlossen. Okay. Dann nehmen wir natürlich das Geld von der Zuge rüber mit. Sage ich nicht nein. Zweiundzwanzigtausend, juhu. Damit natürlich nochmal einen Hänger voll runterbringen. Und der Drehschemel ist noch voll. Dann läuft da der Lachs. Zweiundzwanzig, ja. Dann gibt es vom anderen Auftrag noch 35.000 oder 30. Das läuft, würde ich sagen. Aber wir sehen uns zurück am Feld. So, nun sind wir wieder fast am Feld angekommen. Wo der Roder steht, mit Hass rein. Hinter ist der Roder. Das kleine Stückchen haben wir noch. Zum Roden. Dann steht dahinter noch der Marcel Ferguson mit dem Hänger. Den können wir auch voll leer machen. Schauen Sie. Ist oder. Auch ein gutes Geld wahrscheinlich, was da noch drin ist. Oder wird leer. Dann hauen wir die paar Rüben da noch voll weg schnell. Fahren sie weg. Dann ist der Auftrag abgeschlossen. Einmal die Maschine. Ich würde da jetzt nicht mehr runterkommen dabei. Aber wenigstens etwas. Jetzt
kribbelt meine Nase. Denke, es wollen noch so 7 Kopiegruppen sein. Wenn überhaupt. Geht es halt relativ schnell voll das Eck. Ja, wo sie probiert haut hin. Wäre sogar 8. So, rot nicht fertig. Dann einmal in Tatra und wieder ab zum Knollenkalle. Müssen wir den noch runterholen vom Feld? Dann müsste es gut sein soll. Aber wir sehen uns spätestens beim Knollenkalle wieder. So, dann sind wir wieder fast beim Knollenkalle angekommen. Könnt ihr noch mal ein bisschen Geld rüber wachsen lassen? Nicht zu schnell in die Kurven. Geld her, Knolle, Kalle. So lebt es doch. Die Sojabohnen haben wir ja später auch noch. Die hier, wenn sie erntereif sind. Oh, erntereif. Juhu. Dann einmal hier rein. Tut den Auftrag abschließen. Zack, bumm. Da haben wir 77.000. 33.000 haben wir am Anfang gehabt. Das Feld. Lukas Frankfurter. Er hat wohl nicht mitgerechnet, dass so viel Ertrag runterkommt. Die Auftragsvergütung ist echt nicht schlecht gewesen jetzt. Wieder verkaufte Zuckerrübe. Der kommt irgendwie nicht aus der Pötte hier. Ja, auch ein nettes Gespann, muss man sagen. Wobei ich ja mehr für die grüne mit der roten Felge aus Markt Oberdorf stehe. Fahrtwege sind halt auch relativ lang.
trinke, wenn wir den abgeladen haben, sind wir bei 85.000 sowas um den Dreh rum. Können wir mal gucken, weil die Sämaschine, wo wir im Moment haben, die ist ein bisschen ja, klein. Nennen wir es mal dezent klein. Oder wenn jetzt der Mitspieler kommt, sollte der eventuell auch einen Schlepper haben. Sollte man vielleicht auch was kaufen. Ich habe da auch schon was im Auge. Gut, wenn das Soja jetzt reif ist, das Drosche ist, dann können wir das auch verkaufen. Wenn die Preise stimmen, kommt da auch noch mal einiges an Geld rein. Na, sparen wir mal. Aber das mit dem Schlepper hier, das ist halt lahme Krücke. Fasttag oder so, geil. Läuft halt 80. Das mit dem Tunnel ist wirklich auch schön gemacht, finde ich. Also mit dem Drehschemel funktioniert das auch relativ gut so. Die 90.000 war mal ganz knapp. Oder? Nein. 89.500. Das heißt, wir haben jetzt mit dem Ernteauftrag 80.000 ungefähr gemacht. Aber fahre ich mal schön mit dem Kart voll zum Hof. Dann sehen wir uns auf dem Hof wieder. So, nun bin ich zurück am Hof angekommen. Jetzt können wir hier schon wieder dreschen. Haben ja leider nur zwei Fahrzeuge. An. Aus. Wie gesagt, wenn der Hab 8 da ist, sollten wir auf jeden Fall nach einem zweiten Schlepper Ausschau halten. Und dann irgendwann in naher Zukunft auch nochmal nach einem zweiten Drescher oder nach einem anderen größeren. Weil die Flächen waren jetzt natürlich mehr größer. Mal schnell gucken, nochmal wegen der Breite. 7,60 m. 7,6.
ist halt schon eine Hausnummer eigentlich. So, dann fangen wir mal hier an zum Dreschen. Und sagen in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, lasst einen Kommi da, je nachdem. Und seid auch wieder dabei, wenn es heißt, Rade Nummer 12. Ciao, ciao und bis dann.